Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Dragon Age Origins, der dritten heutigen Folge. Vorher kam die Ader-Analyse und Let's Play Bioshock. Morgen sind es dann wieder zwei Folgen. Ja, beim letzten Mal bei Dragon Age Origins haben wir Lowering verlassen, wie schon der Name des Parts sagt. Wir haben kurz mit Stan uns unterhalten. Wir haben zwei Zwerge getroffen, den Bodan Fedek und sein Sohn Sende, die wir vor der dunklen Brut gerettet haben. Die wollten eigentlich einen anderen Weg als wir gehen, aber wir sind jetzt hier im Lager und haben schon gesehen, dass sie sich da auch aufhalten. Außerdem hatten wir einen Traum vom Erzdämonen, wo wir dann kurz mit Alice darüber gesprochen haben. Ich glaube, viel mehr war es nicht. Genau, und jetzt wollen wir laden. Bei der heutigen Folge, wie gesagt, werden wir uns hier im Lager umsehen. Es wird wahrscheinlich nochmal ziemlich viel reden werden. Ich meine, wir gucken wir mal, wie viel reden es wird, weil mit den Gefährten haben wir uns ja schon ausführlich unterhalten. Als erstes möchte ich Geschenke verteilen an unsere Gruppenmitglieder. Hier können wir mal die Elfenwurzel auch aktivieren. Und hier die Säurebeschichtung, die haben wir beim letzten Part bekommen. An unsere Gruppenmitglieder. Wir werden nicht alle Geschenke verteilen. Den schwarzen, das hier vom, die goldene Sense und die Hinterlandreserve werden wir erstmal behalten. Alles andere werden wir verteilen. Und ja, wundert euch nicht, ich muss jetzt gleich gucken. Ich habe mir das nämlich zusammengeschrieben. Ich habe mir deswegen das zusammengeschrieben, weil ich da immer dann im Vorfeld rumprobiere, bei welchem Charakter ein Geschenk am besten passt, weil die Charaktere mögen natürlich die Geschenke unterschiedlich gerne. Und genau, deswegen fangen wir jetzt einfach mit Karnes an, mit unserem Mabari. Der bräuchte eigentlich gar keine Geschenke, weil er schon bei 100 Zuneigung ist, aber er hat halt ein paar Sachen, die mit denen nur er was anfangen kann. Das sind in dem Fall der gefundene Kuchen, der dichte Wollball und der Rinderknochen. Also die zwei der Sachen, die er gefunden hat. Wo ja auch Hundesabber noch dran ist, also Hundespeichel. Und der Rinderknochen. Naja, warum man einen Knochen für einen Hund hat, ist glaube ich offensichtlich. Wie gesagt, er braucht es eigentlich nicht, aber wir geben es ihm trotzdem, damit, naja, er glücklich ist. Die anderen können damit nämlich nichts anfangen. So, Rinderknochen. Das gibt man dann so rüber. Normalerweise gibt es dann einen Plus, aber bei Karnes gibt es halt keinen Plus, weil er plus 100 hat. Aber wie man sieht, hört man Bellen. So, dann gehen wir zu Stan. Für Stan haben wir, glaube ich, derzeit nichts Spezielles, weil auf ein paar Sachen gehen dann die Charaktere im Speziellen ein. Ne, da haben wir nichts Spezielles. Aber es gibt das Silberarmband und die Stammeshalskette und die hat, also die hat keinen speziellen. Ich denke, ich gebe Stan die Stammeshalskette. Wir haben bei ihm ja im Moment nur plus 3, dank dem letzten Folge. Ich denke, ich gebe ihm die Stammeshalskette, weil, naja, er ist ja ein Kunari bekanntlich und die sind ja in Stämmen bzw. Gruppierungen, das haben wir ja schon gelesen. Deswegen gebe ich ihm die Stammeshalskette. Wie unerwartet. Hab Dank. Genau, da war jetzt gerade ein plus 5. Wie unerwartet, hab Dank. Sie sagen auch unterschiedliche Sachen, je nachdem, wie wertvoll das Geschenk für sie ist oder auch nicht. Ich glaube, sie können auch Minus kriegen, wenn man was schenkt, was völlig unpassend ist. Sie freuen sich. So, dann gehen wir zu Morrigan. Auch für Morrigan haben wir jetzt nichts Spezielles derzeit. Aber wir geben ihr das Silberarmband, weil wir wissen ja, sie hat so ein bisschen Schmuck. Das hatten wir ja im Kodex auch. Und ein schweres Silberarmband, denke ich, würde ihr gefallen. Bei ihr haben wir ja plus 27 derzeit. Mal gucken. Ein schönes Geschenk. Vielen Dank. Ja, hat uns plus 5 gegeben. Damit haben wir bei ihr jetzt plus 32 Interesse. Bei Stan haben wir plus 8 neutral. Also man sieht, so Geschenke können ordentlich Zuneigung geben. Sie können aber auch, glaube ich, Zuneigung kosten. So, dann kommen wir zu Alistair. Für Alistair haben wir was Besonderes. Und zwar die kleine Statuette, die wir beim letzten Mal gefunden haben in einer Kiste. Und es könnte sein, dass das was... Ich weiß nicht, ob das was triggert. Werden wir gleich sehen. Daran könnte ich mich gewöhnen.
Das hat jetzt nichts getriggert, aber es hat plus 10 Zuneigung gegeben und Codex-Einträge bei Alistair. Alistair ist von Magie fasziniert, obwohl sein Leben darauf ausgerichtet ist, deren dunkle Manifestationen zu bekämpfen. Er mag seltsame Runensteine und Formen mit arkanen Kreaturen. Haben wir jetzt gerade eben bekommen, weil, naja, wir ihm jetzt was gegeben haben. Also er hat jetzt plus 10 gekriegt, man sieht schon, das kann ordentlich was geben, da hat er jetzt auch die Fähigkeit erhalten. So eine Fähigkeit kennen wir ja schon von Morrigan, mit bei genug Zuneigung passive Fähigkeit. In seinem Fall ist es die geringe Konstitution. Inspiriert durch eine Führung erhält dieses Gruppenmitglied einen geringen Bonus auf Konstitution. Das heißt, er hält länger durch, was sehr schön ist. So, das klicke ich hier kurz weg, wir sehen ja, wie viel Plus sie haben. Karnis kriegt, wie gesagt, natürlich nichts, weil Karnis hat halt von Natur aus schon 100. Dann will ich kurz gucken, wobei wir jetzt bei Karnis stehen. Also jetzt haben wir noch ein Geschenk, was übergeben, nämlich das Bronzesymbol. Weil, wie gesagt, die beiden mal Alkohol behalten wir. Das ist für einen anderen Charakter, den wir noch nicht haben. Deswegen behalten wir die erstmal. So, Alistair hat jetzt plus 25. Ja, hat sich gelohnt. So, Leliana bekommt die Bronzesymbol von Andraste. Ich glaube, das ist nicht sehr überraschend, weil wir wissen es vom letzten Part. Vom vorletzten, aber trotzdem, wir wissen es. Sie hat zumindest viel mit der Kirche, mit dem Erbauer zu tun, genauso wie Andraste. Da kann man sich das ja denken. Das ist einfach wundervoll. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Sag einfach Danke, Leliana. Das würde schon reichen. Auch bei ihr haben wir jetzt plus 10 bekommen und auch sie hat eine neue Fähigkeit bekommen, die wir gleich anschauen werden. Sie steht jetzt auch auf Interesse, oder? Nee, plus 27. Warum bei ihr auch immer nichts in Klammern steht. Auf jeden Fall hat sie Codex aktualisiert. Leliana bemüht sich, das Kloster in Lovering zu ehren, das sie angenommen hat, und hält Symbole mit Andrastes Segen stets nah an ihrem Herzen. Wie gesagt, bei Leliana ist das nicht sehr überraschend, weil, naja, sie ist halt zumindest teilweise eine, ja, Klosterschwester, sag ich jetzt mal. Und sie hat die Fähigkeit, geringe Klugheit erhalten. Inspiriert, passiv. Inspiriert durch eine Führung erhält dieses Gruppenmitglied einen geringen Bonus auf Klugheit. Das wird natürlich höher, je höher das Vertrauen dann steht. So, sehr schön. Dann wollen wir jetzt als zweites mit allen reden. Ich rede jetzt zuerst mit unseren vier Charakteren. Da fange ich jetzt mit Alistair an, weil da haben wir eben beim letzten Part schon angefangen, weil er uns ja angesprochen hat. Und genau, danach mal gucken. Dann gibt es hier noch den Levi und es gibt noch die Zwerge und Karnis. Karnis werde ich da mehrmals ansprechen, weil das ist nicht direkt ein Gespräch, sondern das ist so ein bisschen was, wie andere Charaktere mit ihm interagieren. Und ist teilweise ganz spannend, sagen wir mal. Also ich fange jetzt mal mit Alistair an. Was benötigt ihr? Ich muss halt gucken. Vielleicht haben wir jetzt hier auch gar nichts zum Reden, aber zur Sicherheit möchte ich gucken. Ich möchte euch etwas fragen. Nur zu? Ja, er hat jetzt zum Beispiel, glaube ich, nichts. Weil könnt ihr andere Templer ausbilden, kennen wir, glaube ich, schon. Ja, ich guck trotzdem mal kurz. Erzähl mir von den grauen Wächtern. In ihrem jetzigen Zustand? Genau, das kennen wir schon. Ich habe keine Fragen mehr. Zumindest nicht über die grauen Wächter. Also gut. Also wie gesagt, das kennen wir schon. Ich möchte etwas fragen. Nur zu? Könnt ihr andere zu Templern ausbilden? Ich glaube, auch das kennen wir schon, aber zur Sicherheit. Wie gesagt, ich werde es nicht tun. Die Antwort lautet immer noch nein. Na genau, die Antwort lautet immer noch nein. Das heißt, wir haben ihn schon mal gefragt. Okay, dann ist Alistair schon fertig. Ich weiß nicht, ob wir jetzt hier das komplette Folge im Lager rumhängen. Weil ihr seht, wir haben halt schon recht viel gefragt. So, Leliana? Ja? Braucht ihr irgendwas? Könnt ihr mich zum Baden ausbilden? Fragen wir ja nicht. Ich finde, ihr solltet gehen, sagen wir auch nicht. Ich möchte mit euch über etwas reden. Ja? Was habt ihr auf dem Herzen? Ja, das sind die paar guten Geschichten. Ich glaube, die kennen wir aber auch schon alle. Mal sehen. Natürlich. Und ich liebe Geschichten viel zu sehr, um sie für mich zu behalten. Jeder sollte doch etwas von ihnen haben. Ja, die kennen wir schon. Hier sagt sie nochmal etwas über Avelin, nochmal etwas über Flemeth kennen wir schon. Dunkle Brut kennen wir auch schon. Und die andere Geschichte ist halt das mit Andraste und den Dalish. Okay, schon gut. Dann haben wir die beiden schon mal abgefrühstückt quasi. Dann Stan. Ja?
Aber ich denke, auch mit dem sind wir fertig. Da werden wir halt jetzt nochmal die ersten beiden Sachen sagen. Ich habe eine Frage. Das überrascht mich nicht. Da haben wir nichts. Also gut. Ich möchte mit euch über sprechen, das ihr erwähnt habt. Gut. Sprecht. Haben wir auch nichts. Dann schlage ich vor, dass wir weitergehen. Lasst uns gehen. Wie ihr wünscht. Ja, das ist halt der Vorteil, wenn man davor viel redet, dann hat man hier wenig zu reden. Es gibt halt teilweise trotzdem Neues, deswegen spreche ich sie alle an. Aber das ist halt der Vorteil, wenn man davor redet. So, dann Morrigan. Morrigan ist, wie gesagt, etwas abseits. Die ist hier bei ihrem eigenen Feuer. So wie es für Morrigan halt typisch ist. Sie mag halt nicht so andere Menschen. Ich meine, wir haben nur noch 20 Minuten. Wir können schon noch theoretisch woanders hinkommen, wenn wir jetzt schnell sind. Mal gucken, was Morrigan zu sagen hat. Ja? Ich möchte etwas Persönliches besprechen, könnten wir hier zum Beispiel sagen. Interessant, aber erstmal, ich möchte etwas fragen. Ihr steckt wirklich voller Fragen. Ja, das weißt du bereits. Könnt ihr einmal beibringen, mich zu verwandeln, müssen wir nicht fragen. Das könnten wir ja eh nicht lernen. Da hat sie schon mal gesagt, theoretisch schon, wenn es jemand lernen will, aber halt nur Magiern. Sagt mir, seid ihr wirklich Flemeths Tochter? Das hatten wir, glaube ich, noch nicht. Ihr wollt wohl wissen, ob mich Flemeth wirklich selbst auf die Welt gebracht hat. Ehrlich, ich weiß es nicht. Ich habe das Flemeth auch mal gefragt, aber sie hat mich nur ausgelacht. Es ist durchaus möglich, dass sie einen Mann der Chastened einfing oder sich verwandelte, damit er freiwillig mitging. Sie mir schwanger vorzustellen, fällt mir schon schwerer. Das hatten wir definitiv noch nicht. Das ist auf jeden Fall sehr interessant. Also, Morrigan weiß nicht, ob Flemeth wirklich ihre Mutter ist. Flemeth hat sie nur ausgelacht. Total nett übrigens. Also ich könnte mir vorstellen, dass Flemeth halt das Kind entführt hat und dann wie ihre eigene Tochter aufgezogen hat. Wir wissen ja, gerade die Chastened haben über Flemeth Angst. Von den ganzen Gerüchten, von den ganzen Geschichten. Liliana zum Beispiel hatte ja auch vor Flemeth Angst. Wir könnten hier auch fragen, könnten sie euch als Kind gestohlen haben. Ansonsten könnten wir fragen, ob sich eine Abscheulichkeit überhaupt vermehren kann. Das werde ich aber nicht fragen. Das könnte Morrigan beleidigen, das wollen wir nicht. Oder sie war doch nicht immer so alt wie jetzt, oder? Das ist halt die Frage. Ich könnte mir halt gut vorstellen, dass Flemeth gar nicht alt ist, sondern nur den Körper einer alten Frau angenommen hat. Weil, wie gesagt, dass sie sich verwandeln kann, wissen wir ja schon. Ich frage das Zweite. Könnte sie sich als Kind gestohlen haben? Wahrscheinlich war es so. Als Tier könnte sie ein Kind leicht weglocken und dann als ihr eigenes aufziehen. Laut Legende hat Flemeth viele Töchter, aber ich habe nie eine davon kennengelernt. Und Flemeth hat mich immer wie ihr eigenes Blut behandelt. Ja, nur dass sie ihr eigenes Blut nicht wahnsinnig toll behandelte, wie wir bereits wissen. Unter anderem dadurch, dass sie halt, ne, mit dem Spiel mit den Templern, erinnert ihr euch bestimmt, oder halt jetzt mit dem Auslachen, oder halt mit der Tatsache, dass sie uns Morrigan mitgegeben hat wie ein Gepäckstück. Also wie gesagt, wahnsinnig mütterlich war Flemeth ja nie. Und bei den anderen Töchtern, das Thema war ja auch schon mal. Ja, ich überlege gerade. Entweder sagen wir jetzt, sie wirkt auf mich nicht sehr mütterlich, oder wir sagen, was ist, wenn ihr irgendwo eine echte Familie habt? Weil Morrigan sagt ja selber, dass das gut möglich ist. Weil heißt das, ihr liebt sie, brauchen wir nicht fragen. Wie Morrigan zu ihrer Mutter steht, wissen wir. Und das Letzte ist halt wieder so ein bisschen beleidigend mit von wegen nette Familie mit Abscheulichkeiten und Abtrünnigen. Das ist halt wieder etwas beleidigend, das will ich halt nicht sagen. Weil Morrigan stehen wir halt so gut. Ja, ist halt die Frage. So wie ich Morrigan einschätze, denkt sie halt, ja gut, selbst wenn sie eine echte Familie hat, ist es halt bedeutungslos für sie wahrscheinlich. Weil wir wissen ja, Überleben steht für sie an erster Stelle. Ich glaube, ich sag das Erste. Sie wirkt auf mich nicht sehr mütterlich. Muss man denn übertrieben fürsorglich und einfältig sein, um zur Mutter zu taugen? Flemeth hat mich alles gelehrt, was ich wissen musste. Wie man überlebt, was Macht bedeutet, die Wahrheit über Männer. Wenn andere Mütter das nicht tun, taugen sie nicht viel. Das kann man jetzt so und so sehen, liebe Morrigan. Ich würde
das nicht so sehen. Dass es nur um Macht, um Überleben geht und was Männer... die Wahrheit über Männer heißt wohl nach dem Motto, ja, alle Männer stehen nur auf das eine und bla bla bla. Ich sehe das nicht so. Das ist, ja, wie ich schon damals gesagt habe, Flemeth hat halt sehr großen Einfluss auf Morrigan gehabt und das merkt man halt hier mal wieder. Ich behaupte immer noch, dass das nicht das ist, was Morrigan eigentlich denkt, sondern das ist, was ihr halt eingetrichtert wurde. Also daher habt ihr das alles, könnte man vielleicht sagen. Oder halt Fragen wegen dem Platz für Zuneigung und Liebe, aber ja, sie hat ja jetzt schon gesagt, von wegen, dass andere überfürsorglich wären. Das ist vermutlich richtig, könnte man halt auch sagen, aber das will ich halt eigentlich nicht. Warum, könnt ihr euch ja denken, habe ich ja gerade eben gemeint. Ich sehe das halt nicht so. Ja, ich schwank gerade zwischen 2 und 3. Bei 2 wird sie halt wahrscheinlich sagen, von wegen Liebe ist bedeutungslos. Was hat sie ja schon mal gesagt. Ja, ich möchte jetzt nicht mit ihr zoffen, deswegen sage ich das dritte. Gerne die Kommentare, was ihr gemacht hättet. Also daher habt ihr das alles. Ich werte das mal als Kompliment. Habt ihr es so gemeint? Sagen wir ja. Also ja, Kompliment weiß ich nicht. Ich wollte jetzt nur nicht unbedingt mit ihr mich zoffen. Aber ich denke, ich sage jetzt natürlich, weil... Naja, wir wollen ja bei ihr in die Zuneigung steigen. Wenn ihr das glauben möchtet, könnten wir halt auch sagen, das wäre wahrscheinlich jetzt gerade ehrlicher. Aber wie gesagt, ich möchte Morrigan nicht von Karren fahren. Deswegen natürlich. Oh, wie interessant. Ihr stimmt also zu, dass Liebe eine Schwäche ist? Ihr selbst werdet doch wohl auch nicht ernsthaft dergleichen von mir wollen, oder? Es ist besser, ohne widerliche Täuschung wie die Liebe zu leben. Ja, diese widerlichen Täuschungen, ist schon klar, Morrigan. Ja, man, das geht jetzt natürlich wieder hier in den Romanzenbereich, weil man kann ja mit Leuten zusammengehen, habe ich ja schon erwähnt. Und genau, hier geht's halt um das Thema. Das ist jetzt natürlich sehr riskant, was wir jetzt sagen. Ja, das will ich mit Sicherheit nicht von euch. Oder halt, ihr habt recht, Liebe ist völlig überflüssig. Das werde ich jetzt hier nicht sagen. Hier werde ich jetzt ehrlich sein, weil ich persönlich mag Morrigan immer noch sehr. Wie gesagt, gerne die Kommentare, was ihr von ihr haltet. Gerade optisch ist ja sowieso gar keine Frage, dass sie eine sehr schöne Frau ist, aber eben auch persönlich, auch psychisch. Sie ist halt sehr special. Es ist halt Morrigan. Man muss sie mögen, aber... Also ich mag sie schon. Ich überlege noch gerade, ob ich entweder frage, warum sie sich einschränkt oder wenn ich genau das wollen würde. Meine Sorge ist halt, dass ich keine Ahnung habe, wie Morrigan reagiert. Ich glaube, ich sage das vierte, warum sie sich selber einschränkt. Ja, ich bin mir nicht sicher. Kacke. Ich hätte vielleicht speichern sollen, bevor wir Morrigan ansprechen, aber ich dachte halt nicht, ich wusste halt nicht, dass es jetzt in die Romanzenrichtung reingeht. Weil ursprünglich ging es ja um Flemeth, deswegen. Nee, ich bin jetzt ehrlich, ich sag das dritte. Und wenn ich genau das wollen würde... Wärt ihr ein ziemlicher Narr, möchte ich meinen. Das Gespräch ermüdet mich. Lasst uns weitergehen, ja? Das gab minus 2. Tut mir echt leid, Freunde, da werde ich neu laden. Wir wissen ja jetzt, dass wir bei den anderen nichts zu besprechen haben. Das gab minus 2. Sowas habe ich ehrlich gesagt schon erwartet. Ist halt jetzt kacke. Weil jetzt müssen wir nochmal kurz hier die ganzen Sachen machen. Wir wollen kein Minus bei Morrigan. Aber das mache ich jetzt ganz schnell. Das ist jetzt natürlich blöd. Wie unerwartet. Hab Dank. Ein schönes Geschenk. Vielen Dank. Ich mache das jetzt hier, wie gesagt, ganz schnell. Daran könnte ich mich gewöhnen. Übrigens schön, wie Alice das sagt. Das ist einfach wundervoll. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. So, schnell alles gemacht. Das lesen wir nicht nochmal. Ja, ist jetzt natürlich beschissen, aber... Wie gesagt, ich habe jetzt keinen Bock, Minus zu haben. Kurz nochmal in den Kodex geschaut. Ja, genau, wegen Alistair. So.
Die anderen haben wir, wie gesagt, schon. Da können wir jetzt direkt zum Oregon nochmal hingehen. Ja, aber das mit dem Nah... Sowas habe ich ehrlich gesagt befürchtet, dass du sowas sagen würde. Ja, Gerre, jetzt müssen wir es halt neu machen. Ich speichere mal unter Let's Play 2. Beim letzten Mal habe ich ja da fast einen Fail gemacht mit dem Speichern, aber nur fast. So, das erste überskippe ich jetzt natürlich. Ihr steckt wirklich voller Fragen. Ihr wollt ehrlich. Es ist durchaus möglich, dass ihr... Da sage ich genau dasselbe. Laut Legende hat Flemeth viele Töchter. Muss man denn über... Flemeth hat mich alles gelehrt, was ich wissen musste. Wie man überlebt. Was Macht bedeutet. Die Wahrheit über Männer. Wenn andere Mütter das nicht tun, taugen sie nicht viel. Ja, außer hier vielleicht. Hier überlege ich jetzt tatsächlich, ob ich halt frage, ist da kein Platz für Zuneigung und Liebe. Aber nee, ich mach's jetzt anders. Ich sage hier nochmal das mit dem Kompliment. Ich werte das mal als Kompliment. Habt ihr es so gemeint? Und ich glaube, jetzt sage ich mal statt natürlich, wenn ihr das glauben möchtet. Mal sehen, wie sie reagiert. Wir haben jetzt gespeichert. Möchte ich. Derlei Sehnsüchte zu pflegen, ist ein Zeichen von Schwäche. Ihr selbst werdet doch wohl auch nicht ernsthaft dergleichen von mir wollen, oder? Es ist besser, ohne widerliche Täuschung wie die Liebe zu leben. Hm. Ja, das gerade hat mir besser gefallen. Jetzt gerade hat sie zumindest gesagt, es wäre ein Zeichen von Schwäche, der hat Illusion, der hat Sehnsüchte zu hegen, wie eben zum Beispiel, dass sie uns glauben will. Ja, gefällt mir besser, als wenn sie denkt, von wegen, dass wir auch sagen, Liebe wäre überflüssig und eine Lüge. Okay, jetzt fragen wir natürlich, warum sie sich selber einschränkt, weil die anderen beiden Sachen, naja, will ich eigentlich nicht sagen. Mal sehen, was dann kommt. Warum schränkt ihr euch selbst ein? Ich sehe das nicht als Einschränkung. In ein brennendes Haus zu laufen, ist eine Erfahrung, die man besser vermeiden sollte. Das Gespräch ermüdet mich. Lasst uns weitergehen, ja? Kommt wieder, Minus. Nach... Ja, Morrigan, nur dass Liebe nicht zwanghaft ein brennendes Haus ist. Ja, okay, dann müssen wir eins der ersten beiden Sachen sagen. Ich habe das Gefühl, sie ist für das Thema Liebe noch nicht bereit. Ich mach's jetzt nochmal, es tut mir wirklich leid, aber ich will das halt fertig haben. Es ist durchaus möglich, dass... Laut Legende hat Flemeth viele Töchter. Muss man denn... Flemeth hat mich alles gelehrt, was ich wissen musste. Ich werte das mal als Möchte. Ihr selbst werdet doch wohl auch nicht ernsthaft dergleichen von mir wollen, oder? Es ist besser, ohne widerliche Täuschung wie die Liebe zu leben. Jetzt ist halt die Frage, was wir jetzt sagen. Also wir wissen jetzt schon, wenn sie sich einschränkt oder wenn sie genau das wollen möchte, wenn ich genau das will, hat sie Minus. Wir wollen halt kein Minus. Jetzt ist halt die Frage, ob 1 oder 2. Ich will eigentlich halt beides nicht sagen. Aber ich will Plus beim Oregon sammeln. Einfach wegen der Inspirierung und so. Es gibt da einfach ein paar Gründe. Ja, ich glaube, dann stimme ich ihr jetzt zu. Mit dem ihr habt recht, Liebe ist völlig überflüssig. Ich stimme ihr deshalb zu, weil ich mir halt denke, ja gut, dann können wir vielleicht ihre Meinung im Nachhinein noch ändern. Weil wenn wir jetzt sagen, man will mit Sicherheit nicht Liebe von ihr, dann weiß Morrigan halt, okay, das ist eine klare Meinung. Sie wird wahrscheinlich beides mögen dann, aber genau. Ihr habt recht, Liebe ist völlig überflüssig. Ich sehe das, wie gesagt, nicht so, aber ich will halt das Positive bei Morrigan haben. Gerne die Kommentare, was ihr davon haltet, allgemein. Seht ihr? Freut mich, dass wir uns einig sind. Das Gespräch ermüdet mich. Da hat sie jetzt plus 4 bekommen. Das Gespräch ermüdet mich, lasst uns weitergehen. Ja, hat sie trotzdem gesagt. Ja, wir sind uns aber nicht einig, Morrigan. Das solltest du nur denken. Wie gesagt, letztendlich hätte ich halt doch gerne von ihr... Ich weiß nicht, ob ich mit ihr eine Beziehung angehen will... Aber, ja, ich werde möglichst viel Plus haben, eigentlich. Wie viel haben wir denn jetzt bei Morrigan? Rein aus Neugier. Morrigan haben wir hier. Interesse mit 36. Für das Interesse hat es gut getan. Ja? So, jetzt haben wir noch das Persönliche. Hier steckt wirklich voller Fragen. Hier haben wir nichts, schon gut. Ja? Okay, ich möchte etwas Persönliches besprechen. Wir lagern. Es kann also gerne auch gleich sein. Wir haben ja gespeichert.
Ah, ha, 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 ha. Wo wir beim Thema Beziehung sind, hier könnte man sie jetzt einfach küssen. Super Sache. Ich habe ja gespeichert. Wir müssen über uns reden. Ja, das werde ich eher sagen, als sie einfach zu küssen, weil gerade eben haben wir ja zugestimmt, dass Liebe überflüssig wäre. Wie gesagt, so wahnsinnig zufrieden bin ich damit halt nicht. Ja, leider müssen wir gleich aufhören. Das ist ein bisschen beschissen. Und das war jetzt halt nur ein Gespräch, weil ihr habt ja gesehen, mit Stan Alistair und Liliana hatten wir nichts. Wir müssen über uns reden. Dann redet doch. Na, das war klar, dass sowas kommt. Ach, wir müssen es beenden. Nein, ich will nichts beenden. Nichts. Vergesst, dass ich davon anfing. Okay, da war jetzt nichts. Okay, rein aus Neugier. Wir haben ja gespeichert. Rein aus Neugier. Ja. Ich will es jetzt einfach wissen, was passiert, wenn man sie küsst. Ja, sorry. Das will ich jetzt wissen. Wir lagern. Es kann also gerne... Wir haben ja gespeichert. Probieren wir es einfach aus. Was war das? Eine seltsame Besprechung, wenn ihr dabei so auf Tuchfühlung gehen müsst. Aber sie hat gelacht. Sie hat zwar gerade abgewendet, wo wir uns ihr genähert haben, aber gar nicht so schlecht. Habt ihr etwas dagegen? Nur wenn ihr aufhört. Okay, Morrigan stimmt zu. Plus 4. Ja, manchmal bringt's halt auch was. Ich wollte's halt erst nicht machen, weil ich dachte, ja gut, Morrigan könnte das zu viel verstehen. Aber, dachteste. Jetzt hat sie Interesse mit plus 40. Also, wir haben gerade Morrigan geküsst. Sie hat nur was dagegen, wenn wir aufhören. Coole Sache. Das war ziemlich cool. Das ist sehr interessant, finde ich, dass sie jetzt mit dem Kuss kein Problem hatte, obwohl sie davor gesagt hat, Liebe wäre eine Lüge und eine Illusion und sonst was. Das ist, wie gesagt, ich denke immer noch, dass Morrigan das eigentlich nicht wirklich denkt, sondern dass ihr das halt von Flemeth eingetrichtert wurde. So, jetzt schauen wir nochmal. Ja? Ein letztes Mal, hoffentlich. Hier steckt wirklich voller Fragen. Hier hat sie nichts. Ja? Ich will jetzt nur nochmal gucken. Wir lagern. Es kann also gerne auch gleich sein. Wir könnten sie nochmal küssen. Jetzt müssen wir das aber nicht mehr. Okay, das kennen wir schon gut. Alles klar. Finde ich jetzt ganz cool, dass wir einen Kuss mit Morrigan hatten. Auch mit einer schönen Cutscene und einem schönen Ton. Okay, dann gehen wir jetzt hier zu den beiden... gehen wir erst zum Levi. Ich wollte eigentlich zu den beiden Zwergen, aber da bin ich gerade voll dran vorbeigelaufen. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. 3 Minuten. Dann reden wir doch schnell mit dem Levi Dryden. Oder, nein, wisst ihr was? Wir machen jetzt die erste Cutscene mit Karnes. Also, was heißt Cutscene? Das ist die erste Begegnung mit Karnes. Die sind nämlich manchmal, wie gesagt, ganz lustig. Ah, mieses Kleines. Da hat er zum Beispiel Alistair gebissen. Oder erschreckt zumindest. Und übrigens, mieses Kleines finde ich nicht schön gegenüber Karnes. Er ist zum einen nicht klein und zum anderen nicht mies. Was ist? Wir können doch fragen, ob er sich vor seinem eigenen Schatten erschreckt hat, aber wir wollen uns ja nicht lustig machen. Euer haariger Freund hier hat es mir übel genommen, dass ich seinem Fressen zu nahe gekommen bin. Er hat nach mir geschnappt. Seht nur! Ja, lieber Alistair, das ist aber auch nicht clever. Man nährt sich einem wilden Tier nicht, wenn es frisst. Gerade nicht einem Kriegshund. Also, er hat ihn nicht gebissen, aber nach ihm geschnappt. Das, wie gesagt, ist nicht sehr überraschend. Ja, jetzt könnte man halt sich entscheiden. Man könnte Karnes tadeln nach dem Motto böser Hund, oder man könnte sagen, guter Junge, erteil dem dummen Alistair eine Lektion. Ich glaube, ich sage aber beides nicht. Oder man könnte sagen, da ist ja kaum Blut zu sehen. Aber er hätte es trotzdem nicht tun sollen. Also ja, eine Verletzung hat Alistair scheinbar schon. Oder es war nur eine Warnung, er hätte euch auch die Hand abreißen können. Ne, ich glaube, ich sage das Letzte. Nun ja, er ist eben ein Kriegshund. Weil, wie gesagt, tut mir leid, Alistair, aber sich einem ausgebildeten Kriegshund zu nähern, während er frisst, ist halt auch nicht clever. Muss ich einfach sagen. Naja, er ist eben ein Kriegshund. Ich vergesse einfach manchmal, dass er ein Kriegshund ist. Es wird mir eine Lehre sein. Gut, Alistair. Ja, da hat Karnes ihn jetzt auch nochmal angeknurrt. Es gibt, wie gesagt, zu jedem Charakter da bestimmte Ereignisse dann.
Aber wir müssen jetzt aufhören. Deswegen überspeichere jetzt nochmal Let's Play 2. Ja, beim nächsten Mal werden wir hoffentlich fertig werden mit dem Lager. Ich meine, jetzt ist an sich nicht mehr viel. Wir reden jetzt noch dreimal mit Karnes. Und, also was heißt mit ihm reden? Gucken halt uns die Cutscenes. Danach könnte man halt dasselbe mit Karnes machen, wie auch im normalen Spiel. Also halt fragen, ob er was findet und streicheln. Das werden wir dann auch mal machen. Also viermal insgesamt. Und danach halt Levi und die Zwerge. Und danach dann brechen wir auf. Also ich denke, das werden wir in der nächsten Folge schaffen. War jetzt ein bisschen blöd, dass es mit Morrigan so lange gedauert hat und dass ich einmal neu laden musste. Aber ich wollte halt kein Minus haben. Naja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, das mit dem Kuss fand ich auf jeden Fall eine sehr schöne Geschichte. Ich hoffe halt, wir können sie noch also was heißt umdrehen? Ich hoffe halt, wir können sie davon überzeugen, dass Liebe eben keine Schwäche, keine Illusion ist. Weil vorher das Zustimmen... Ja, ich habe es halt gemacht, weil ich kein Minus haben wollte. Aber genau, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Das wird dann morgen sein. Bis dahin, Freunde. Gehabt euch wohl.